Ach du Scheiße. Erst in meine Mine rein. So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Arma 3 Exile Video. Heute mal bei Nacht unterwegs und wie ihr hört, geht's da vorne richtig ab. Bin gerade auf dem Weg zu einer Defibrillator Shipment Mission. Direkt neben Black Market Unprotected. Ach du Scheiße. Und die Defis hier bringen richtig viel Geld. Und man kann, halt das Krasse ist, man kann halt, oh, da hat sich was bewegt, ne? Man kann hier seinen Mate wiederbeleben mit dem Defi. Deswegen ist er nicht nur viel Geld wert finanziell, sondern auch im Kampf oder nach dem Kampf. Ihr kennt das alles, seid irgendwo und nirgendwo. Einer stirbt, ihr tötet den anderen, aber dein Mate muss wieder den ganzen Weg hochlaufen. Da vorne ist jemand. Hört sich nach einer 7,62 mm an. Kann mich aber auch täuschen. Auf jeden Fall ist da richtig, richtig was los. Kann sein, dass der die Mission cleared. Werden wir uns auf jeden Fall mal hinbewegen. Der wird da vorne liegen, ja. Da, wo ich mich mir markiert habe, auch zum die Mission machen. Wird der sich bewegen? Ach du Scheiße. What the fuck? Heiliges Strohsäcke. Ob ich da mithalten kann? Ist da einer mit einem langen G oder was? Und das greift eine ganze Armee an. Ein bisschen gucken, wenn die schießen, kann ich laufen. Dann wird er mich nicht kommen hören. Aber wenn die nicht schießen, könnte er mich hören. Der ist nicht weit weg auf jeden Fall. Schieß, komm, schieß. Wo ist der? Problem ist, der kann hier überall sein. Nicht, dass ich jetzt an ihm vorbeilaufe. Dann knallt er mir in den Rücken. Also hier vorne ist jetzt schon die Mission. Oder das, was davon übrig ist. Ha. Am PC sehe ich zumindest mal keine mehr. Ich höre auch dieses Gewehr, was ich am Anfang gehört habe, höre ich nicht mehr. Jetzt muss ich mal rausfinden, wo die anderen Schüsse herkommen.
Da unten ist der Unprotected Trader. Problem ist, ich habe ein krasseres Scope dabei, aber das ist natürlich ohne Nachtsichtgerät. Probier es jetzt mal ohne. Okay. Da ist einer, aber der hat jetzt keine krasse Waffe. Läuft nach unten. Wie ich im letzten Video schon gesagt habe, Entfernungsmesser tut leider nicht. Deswegen ist es hier ziemlich schwierig, wenn man die Entfernungen nicht gut einschätzen kann. Ich werde jetzt mal das Nachtsichtgerät ausmachen. Von irgendwo dort müssen auch die Schüsse kommen. Ich würde sogar behaupten, dass der den jetzt deckt oder irgendwas, wie auch immer. Ich habe jetzt mal eine Mission, ist noch nichts. Ich weiß auch noch nicht, ich habe wohl noch keine Nachricht bekommen, dass die Mission erledigt ist. Ich würde gleich in dem Gebüsch nochmal auf der Karte gucken. Nochmal was essen. Kleinigkeit trinken. Damit ich noch nicht einen Kampfschlot mache. Die Mission ist noch da. Also ist wohl noch nicht erledigt. Oh, das hat sich nur noch keiner genähert. Und der rennt jetzt hier gerade vielleicht hin. Wer schießt denn hier so? Oh, das sind die Spots. Down. Hier waren, es sind AIs. Gut. Heilige Gott. Bin mittendrin. Okay. Ich mache jetzt einfach mal den hier und renne da jetzt hin. Straight. Ich wette, hier sind genug Sniper, die mich jetzt rausnehmen wollen. Vielleicht wissen die gar nicht, dass ich gerade zwei getötet habe. Puh, shit. Gibt es noch eine Überraschung für die, die nachkommen? Und tschüss. Ich habe 3 Defibrillatoren. Das ist richtig krank. Ich werde euch gleich zeigen, wie viel die bringen. Erstmal muss ich hier weg. Ich habe eine Überraschung da gelassen. Eine Mine. Ist natürlich auch wieder nicht die feine englische Art, aber so ist Exil einfach. PvP. Wir haben auch schon, was wir schon erlebt haben in Exil. Wir sind mit dem Hubschrauber zu einer Mission geflogen
und sind dann von der Mission zum Hubschrauber zurückgekommen und einer hat uns eine Mine an den Hubschrauber gelegt. Lauter so Sachen. So, es sieht gut aus. Und ich weiß, ob jemand gleich zu der Mission hingeht. Das war jetzt Sneaky Beaky Style. Ich will jetzt auch erstmal wegkommen. M163 AE Vulcan. Das hört sich an wie ein dicker Panzer, okay. Capture it. Oh je. Ich werde jetzt hier gleich mal anhalten. So, ein Defi bringt 7.500. 3, das sind 21.000. Einen werde ich auf jeden Fall behalten. Jetzt sollte ich kurz gucken, wo ich mich befinde. Da gehe ich jetzt sicher nicht hin. ATM unprotected. Ah, ja, ja. Das ist hier. Gefällt mir nicht ganz auf dem Server. Die Anreihung, also wo die Trader sind und alles. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich habe kein Auto, oh mein Gott. Ja, das ist jetzt die große Frage. Ob ich mir Quad vorstellen lassen. Erstmal wohin laufen. Wie weit ist nach Glen? 6.500 Meter. Dann laufen wir einfach dahin jetzt. Hat ja keinen Sinn. Hat ja leider keinen Sinn. Ich hoffe, ich komme da jetzt durch. Weil das Problem, was mache ich jetzt hier? Ich habe hier ein. Hier hätte ich verkaufen können. Aber das Problem ist, hier war auch irgendwo. Der andere Schütze. Ich könnte hier hinten verkaufen, aber auch nur mit dem Fahrzeug. Dann müsste ich noch zu einem ATM. Hier runter komplett oder hier hoch komplett. Das ist in meinen Augen nicht ganz optimal gelöst, weil ich bin jetzt hier auf jeden Fall richtig lange unterwegs zu Fuß. Ich habe vielleicht Glück, finde ein Auto, aber naja. Oder ich werde erschossen. Wie auch immer. Aber ich denke sowieso, ich werde jetzt daraus mal ein Video machen. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, ob ihr auch Arma 3 spielt. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, gebt einen Daumen hoch. Motiviert mich immer weiterzumachen. Und dann sage ich, jo, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.